Eine Strecke von Dresden bis ins 9000 Kilometer entfernte Jakutsk am Polarkreis müsste man gehen, um wirklich alle Wismutgänge im Erzgebirge und Thüringen abzulaufen. Uran. 45 Jahre lang wird das strahlende Erz in Mitteldeutschland abgebaut. Unterhalb von Aue und Bad Schlema entsteht das größte Bergwerk Europas. Muss man sich vorstellen, es ist ja riesengroß. Es ist wie eine Großstadt. Diese Aufnahmen heimlich gedreht. Sie zeigen, wie es unter Tage tatsächlich zugeht. Authentisch und ungeschönt. 3000 Kumpel in jeder Schicht fördern hier Uran. Ständig sind die Männer dabei radioaktiver Strahlung ausgesetzt. Wer Bergmann ist, weiß, dass der Bergbau das keine Schokoladenfabrik. Offiziell wurde bei 10.000 Wismutkumpeln aus Sachsen und Thüringen Lungenkrebs als Berufskrankheit anerkannt. Und bis heute steigt die Zahl der Bergleute mit dieser tödlichen Diagnose. Dann schlimm als manche, wenn du zur Beerdigung mit musstest. Dann war auch einer mit 45 Jahren da und das sah aus wie sein eigener Urgroßvater. Die strahlenden Hinterlassenschaften der Wismut werden Mitteldeutschland noch Jahrzehnte beschäftigen. Michael Beleites ist der Erste, der die Umweltgefahren 1988 aufdeckt. Wenn ich das 5 Jahre früher gemacht hätte, wäre das mit Sicherheit nicht ohne Gefängnis angekommen. Das Erbe der Wismut, jetzt bei Echt. Walter Heinig, Wismut-Kumpel, mit seinen Kollegen bei der Arbeit. Am Ende der Wismut-Ära hat er heimlich eine Kamera dabei. In der Vorwendezeit, wo das alles so ein bisschen durcheinander ging, war natürlich der Drang da, jetzt in der Brigade einmal bayerische Bilder machen. Dass man im Nachhinein, man weiß ja, wie schnelllebig die Zeit ist, ne? Da kann es niemand mehr nachvollziehen. Erinnerungen festhalten, authentische Aufnahmen, darum geht es ihm und seiner Brigade. Nicht so, wie es manchmal dargestellt wird und wo es ist, wo man es zeigt, wie es ist. Ohne Wenn und Aber. Das soll sich jeder seinen eigenen Reim drauf machen, wie das gewesen ist. Walter Heinig ist Bergmann mit Leib und Seele. Diese Skulptur hat er von einem erzgebirgischen Schnitzer anfertigen lassen. Sie zeigt ihn mit einem dicken Klumpen Uran in der Hand. 1974 hängt er seinen alten Maurerjob an den Nagel, verdient damals 520 Mark. Kein Vergleich mit dem Monatslohn bei der Wismut. Den ersten Lohn, den ich rausbekommen habe, waren 1.500 Mark, DDR-Mark. Das ist natürlich ein Verdienst, wo du über dich selber hinauswachsen bist. Wo du auch die ersten Schindereien, die vergisst du. In den 45 Jahren der Wismut-Ära werden allein im Erzgebirge mehr als 300 Schächte in den Untergrund getrieben. 4200 Kilometer lang sind allein die Strecken im größten Bergwerk Europas unterhalb von Bad Schlema und Aue. Wenn du die erste Zeit dabei bist, brauchst du deinen Drillführer, dass du auch dort ankommst, wo du hier willst. Weil das muss man sich vorstellen, es ist ja riesengroß. Sie arbeiten unter Extrembedingungen. Über 4,5 Jahrzehnte geht es hier immer tiefer hinab. Je tiefer es geht, desto aufwendiger wird die Uranförderung. Wir waren runter bis auf 1800 Meter und hatten dort unten eine Gebirgstemperatur, die sich so um die 65 Grad Celsius bewegt hat. Also dort ist ohne eine Klimatisierung ist überhaupt gar keine Arbeit möglich. Ich habe das mal erlebt, da ist bei uns durch einen Stromausfall praktisch der Schacht rausgeflogen und ist heiß geworden, dann bist du runter, dann merkst du, wie der Puls im Hals schlägt. Dass sie bei ihrer Arbeit ständig radioaktiver Strahlung ausgesetzt sind, ist jedem klar. Eine Gefahr, die niemand sieht oder riecht. Schlägt der Geigerzähler aus, ist das für Walter Heinig damals kein Grund zur Sorge. Im Gegenteil.
Ja, du bist glücklich. Denn du weißt ganz genau, im Vortrieb wird nach dem aufgefahrenen Meter bezahlt und auf dem Abbau wirst du nach dem Erz bezahlt. Und wenn du natürlich den Hund abhörst und der Zeiger ist am Anschlag dran, dann weißt du, gutes Erz. Und da gibt es natürlich auch gutes Erzgeld dafür. So, und das macht dich ja nicht unglücklich. Denn warum bist du dort? Um Geld zu verdienen. Die Arbeitsschutzvorschriften sind streng. Staubvermeidung ist das A und O. Vor allem die Bewetterung, also die Frischluftversorgung der Schächte, steht dabei im Fokus. Auch die Strahlenbelastung wird ständig überwacht. Radioaktiver Staub ist hier unter Tage unvermeidbar. Doch es ist kein Vergleich zu den wilden Anfangsjahren der Wismut. Die beginnen 1946 in Johanngeorgenstadt. Ein schöner Ort mit intakter historischer Altstadt, die bald in weiten Teilen dem Uranbergbau geopfert wird. Hier unterhalb von Johanngeorgenstadt im Wismutschacht 1 beginnt der Uranbergbau in Mitteldeutschland. 1946 betreten sowjetische Suchtrupps dieses alte Bergwerk, in dem bereits seit 3 Jahrhunderten Erz gefördert wird. Erst Silber, später Wolfram und Nickel. Diesmal suchen sie aber etwas anderes. Die Zeit drängt. Gerade haben die Amerikaner 2 Atombomben gezündet. Um im atomaren Wettrüsten gleichzuziehen, benötigen die Russen dringend Uran. Unter Johanngeorgenstadt werden sie fündig. Die Geigerzähler rattern. So wie der von Matthias Kraus, Bergführer im örtlichen Bergverein. Also das, was wir jetzt hören, das ist die, ich sage dann immer, normale Umweltradioaktivität. Wenn ich das jetzt aber hier mal ranhalte, an die Pechblende, hört man schon, dass es ganz anders strahlt. Da wird mir auch ehrlich gesagt ganz anders. In den Anfangsjahren haben sie die Bergwelle natürlich auch ganz wenig aufgeklärt. Dann hat er natürlich, wenn er das abgebaut hat, auch den radioaktiven Staub mit eingeatmet, was sich auf die Lunge wieder niedergeschlagen hat. Das wirklich Gefährliche beim Abbau von diesem Uranerz ist eigentlich das Radongas, was als Zerfallsprodukt dort mit auftritt. Etwa 2 Tonnen Gestein müssen die Wismutkumpel hier aus dem Berg hauen, um 1 Kilogramm hochkonzentriertes Uran zu gewinnen. Damals gibt es weder Bewetterung noch Arbeitsschutz in den Schächten. Die Krebsrate ist bei Kumpeln aus dieser Zeit besonders hoch. 1948 steigt auch Lothar Kircheis als Hauer in den Wismutschacht. Ich bin im April 1945 aus der Schule gekommen. Da war ja alles blank. Gab keine Arbeit, gab nichts zu essen, nichts anzuziehen. Und da war natürlich der Drang, besser zu leben. Der Hauptgrund, warum ich dann zur Wismut gegangen bin. Ich wollte Geld verdienen, ich wollte besser leben. Bei der Wismut gab es viele Lebensmittelkarten und Talonscheine für Anziehsachen. Verdient er als Handwerksgeselle nach dem Krieg 80 Mark im Monat, lockt die sowjetisch geführte Wismut AG ihn mit einem Traumgehalt. Und bei der Wismut habe ich anfangs 500 Mark gehabt. Und als ich dann Hauer war, hatte ich 800 Mark. Und mit 800 Mark konnte man aber nur ein anderes Leben führen als mit 80 Mark als Handwerker. Ursprüngliche Pläne, auch im Erzgebirge einen Gulag zu errichten, sowie im benachbarten Jachimow in Tschechien, zerschlagen sich. Um ihren gewaltigen Uranhunger zu stillen, brauchen die Sowjets Zehntausende Arbeitskräfte. Sie werden gelockt mit hohen Gehältern, Sonderrationen für Lebensmittel und Schnaps. Die haben ja nicht die alkoholischen Sachen mit Flaschen nach Hause geschafft, sondern auch mit Wassereimer. Die Schnapsorgien, die hier und da gefeiert wurden. Ich könnte natürlich auch Sachen erzählen, die man im Fernsehen überhaupt nicht sagen kann, dass also in den Küchen Orgien gefeiert wurden. Dem Aufruf der sowjetischen Wismut AG folgen Frauen und Männer aus allen Teilen des Landes. Wildwest im Erzgebirge.
Chaotische Zustände herrschen insbesondere zum Schichtwechsel. Verzweifelt versuchen Ordnungskräfte von Polizei und Feuerwehr, dieses Chaos irgendwie in den Griff zu bekommen. Viele Kumpel krallen sich an hoffnungslos überfüllten Zügen fest. Es gibt unzählige Tote. In diesen Zug sind wir bis nach Breitenbrunn gekommen. Auf dem Dach saßen jede Menge Kumpel. Und in Breitenbrunn hatte sich die Feuerwehr aufgestellt und hat die Kumpel mit dem Wasserschlauch vollgespritzt. Das ist einmal der Fall gewesen. Am nächsten Tag hatten sich die Kumpel mit Steinen bewaffnet. Und als sie in Breitenbrunn eingefahren waren und die Feuerwehr wollte wieder spritzen, haben die Kumpel die Feuerwehr mit den Steinen beworfen und die mussten ausreißen. Also die Kumpel haben sich nicht alles gefallen lassen. Ja. Leben nach dem Krieg 6.500 Menschen in Johanngeorgenstadt? Wächst der Ort 1952 plötzlich auf 32.000 Einwohner an. Das Gelände der sowjetischen Aktiengesellschaft Wismut darf nur mit Passierschein betreten werden. Es ist ein Staat im Staate. Die meisten Bergarbeiter leben auf engstem Raum in eilig hochgezogenen Massenunterkünften. Als Lothar Kircheis bei der Wismut anheuert, kommt der damals 17-Jährige noch in der Altstadt unter. Das ist die Bahnhofstraße und in diesem Haus war ich im Quartier beim Sattlermeister Mehlhorn. Dieses Haus soll nicht mehr lange stehen. Auch Lothar Kircheis bleibt nicht verborgen, welch dramatische Folgen der Wismutbergbau für Johanngeorgenstadt hat. Das ist die Leute, die mich damals ins Quartier aufgenommen haben, ihre Heimat verloren haben. Das hat mich ganz tief berührt. Aber ich konnte es ja nicht beeinflussen. Tausende Menschen müssen ihre Häuser verlassen. Der Untergrund bröckelt durch den Uranbergbau. Mit formalen Mitteilungen werden die Bewohner damals über den bevorstehenden Abriss informiert. Wegen Deformation der Erdoberfläche sei ein Bewohnen ihrer Häuser nicht mehr möglich. Neue Quartiere für sie entstehen in der neuen sozialistischen Stadt. Das war ja ein Beschluss der Partei, des Zentralkomitees, die erste sozialistische Arbeiterstadt der DDR in Johanngeorgenstadt zu bauen. Aber dass das auf Kosten der schönen Altstadt gegangen ist, das hat mir sehr, sehr wehgetan. Ich bin vielleicht einer der letzten Zeitzeugen, die das Johanngeorgenstadt von alters her noch kennen. Das alte Rathaus, der schöne Marktplatz, die schönen Straßen. All das bereitet mir tatsächlich viel weh. Während des Zweiten Weltkriegs ist nicht eine Bombe auf Johanngeorgenstadt gefallen. Erst der Kalte Krieg hinterlässt hier seine Spur der Verwüstung. Stück für Stück wird die Altstadt abgerissen, weil der Untergrund mit dem Ausbau der Bergbauschächte brüchig wird. Noch heute fragen Touristen hier vergebens nach der Altstadt, wenn Ortschronist Dieter Vollert sie durch seine Heimatstadt führt. Und sind ja dann hier, wo früher Häuser standen. Das ist jetzt von früher her die sogenannte Georgi-Straße. Die wir jetzt hier langlaufen? Die wir jetzt hier langlaufen. So geht hinter zum ehemaligen Möbelfabrik und hinter uns zur Kirche. Und war hier irgendwo der Marktplatz? Sie haben gesagt, das hier ist die Georgistraße. Und der Marktplatz war hier vorne. An der Kirche? Vor der Kirche, ne? Der ganze Platz war der Marktplatz. Dort rechts an der Straße war gleich das Rathaus.
Und jetzt die Tatsache, dass eben die Altstadt nicht mehr da ist. Was erzählen die Leute da? Waren die wütend auf den Bergbau? War das kurz vorm Aufruhr? Es gab einen Aufruhr. Am 15. Juni 1953, also nicht am 17., sondern am 15. schon, ja, waren die Bewohner der Altstadt, die haben sich dann hier vorne auf dem Marktplatz versammelt, mhm, und haben eigentlich dagegen protestiert, dass die Altstadt abgerissen wird. Es waren ganz schöne, also die älteren Leute, die wollten sich nicht trennen von der Altstadt. Ja, die sind damit aufgewachsen. Leute, klar, wer gibt denn gern sein Haus auf oder sein Grundstück auf? In Johanngeorgenstadt hat der Uranbergbau besonders tiefe Wunden hinterlassen. Alles, was damals zählt, ist das strahlende Bombenerz. Schon in den Anfangsjahren arbeiten im Erzgebirge bis zu 130.000 Kumpel unter Tage. 1954 wird die sowjetisch-deutsche Aktiengesellschaft Wismut gegründet. Das bedeutet auch mehr Arbeitsschutz, bessere Bewetterung der Schächte. Zur Staubvermeidung wird jetzt das Nassbohren Vorschrift. Unter Auer, Schneeberg und Bad Schlema lagern die größten Uranvorkommen. Darum frisst sich hier das gigantischste Bergwerk Europas in den Untergrund. Die Bergbauingenieure Dietmar Rosmi und Olaf Wallner führen uns hinein in ein 4200 Kilometer langes und bis zu 2000 Meter tiefes Labyrinth aus Strecken und Schächten. Weite Teile davon stehen heute unter Wasser. Im Max-Semmler-Stollen beginnt damals die Uranförderung unterhalb Bad Schlemas. Woher hat man gewusst, dass hier hinter irgendwo Uranerz ist? Erst hat man gebohrt und dann ist man bis zu einem Geiger-Müller-Zelt hoch hinein. Da haben wir festgestellt, aha, hier ist Uranerz. Diesen Gang kann man aufarbeiten. Wir haben richtiges Blasenerz gehabt. Das ist ja wie eine Blase, so richtig schwarz und metallisch glänzend. Die Urankonzentration in der Pechblende ist hier besonders hoch. Reines Erz. Unter Tage kommen damit auch die Kumpel der Brigade von Walter Heinig ständig in Berührung. Was du für Typ bist, das weißt du am Anfang nicht. Du kannst Glück haben, ich kenne welche, die sei wirklich 15 Jahre dabei gewesen und haben Lungenkrebs gehabt. Aber wir haben auch Bergleute, zum Beispiel mein Opa, obwohl er die ersten Jahre mitgemacht hat, der ist 86 Jahre geboren, hat dann Krebs gekriegt. Da hat natürlich 70% Silikose gehabt, also da hat wirklich der Opa richtig gepfiffen, wenn da der Treppenlauf ist. So, ich habe aber nie von meinem Opa gehört, dass der mir gesagt hat, ja, komm, scheiße, hätte ich es noch nicht gemacht. Dass die Kumpel radioaktiven Staub einatmen, können selbst strenge Arbeitsschutzvorschriften nicht verhindern. Allein mit dem Nassbohren ist es nicht getan. Beim Zusammenkehren der gesprengten Erzbrocken mit dem Schraper wird nicht nur Staub aufgewirbelt, sondern auch Asbest freigesetzt. Es befindet sich in den Bremsen. Besonders hoch ist die Staubentwicklung, wenn der sogenannte Wismutbesen zum Einsatz kommt. Was richtig verboten war, das war das Räumen mit Pressluft und Wasser, weil das ja unwahrscheinlich viel Staub entwickeln würde. Normalerweise unter Strafe gestellt, weil du das so nicht arbeiten durftest. Aber ich kenne keine Brigade, wo das nicht so gemacht worden ist. Denn normalerweise hättest du das runterschaufeln und runterkratzen müssen. Ne, wie willst du die Leistung schaffen, wenn du das machst? Also hast du den Wismutbesen genommen und hast das runtergeblasen. Alltag unter Tage ist auch das Ausspülen der Bohrlöcher. Ständig schlucken und atmen die Arbeiter dabei radioaktiven Staub ein. Die Bilder von Walter Heinig zeigen, der praktische Wismut-Alltag unter Tage ist ein anderer als der vorgeschriebene. Es wird auch immer ein Unterschied zwischen der Praxis und der Theorie geben. So, das, was ich aufgenommen habe, das ist die Praxis. 45.000 Menschen arbeiten zu dieser Zeit in der Uranförderung. Wismut, angelehnt an das Metall Bismut, ist ein Tarnname. Alles hier geschieht unter größtmöglicher Geheimhaltung.
Die Sowjetunion will mithalten im atomaren Wettrüsten und immer neue Bergwerke entstehen. An 7 Standorten wird Uran produziert, hinzu kommen noch mehrere kleinere Altstandorte. Und das Ausmaß an Umweltzerstörung ist enorm, nicht nur in Sachsen. Auch die Region um Ronneburg ist reich an Uranvorkommen. Der Untergrund ausgehöhlt von Wismutschichten. Dort arbeitet Gerd Kuchenreuther jahrzehntelang als Steiger und ist damals für die Sicherheit der Kumpel zuständig. Das erste Thema ist Staubbekämpfung. Staubbekämpfung, Bewässerung. Mehr war nicht zu machen. Immer wieder Staubbekämpfung, solche trockenen Strecken, befeuchten und die Bewässerung oder die Belüftung, wie der Laie das versteht. Wenn sich die ehemaligen Kumpel im Bergmannsverein Ronneburg an die alten Zeiten erinnern, kommt auch ein alter Konflikt wieder hoch. Die Hauer werden damals nach Leistung, also gehauenen Kubikmetern, abgerechnet. Topgehälter bis zu 2000 Mark sind drin. Arbeitsschutzregeln dagegen nicht immer förderlich, weiß der frühere Hauer Hans Riesner noch gut. Ich bin eigentlich verfechter, ich bin nicht Untertage, um die Regeln einzuhalten und von der Frau weg zu sein, sondern ich bin Untertage, um Geld zu verdienen. Also wie ich angefangen habe, habe ich zur Frau gesagt, gut, ja, bleibe ich erstmal dabei, bis wir eine neue Küche haben. Da haben wir eine neue Küche, ne, dann müssen wir ein neues Wohnzimmer, brauchen wir auch noch. Weißt du was, wir machen mal, bis wir ein Auto haben und dann einen Campingwagen. Und man konnte sich eben viele Annehmlichkeiten, ich sag mal, zusammensparen, ohne dass man da eben noch ein zweites Arbeitsverhältnis hatte. Aber mit dem Arbeitsschutz, Sie sagen das jetzt so, ne? Das ist Ihre Meinung, aber es ist ja eine Arbeit, die durchaus gefährlich ist. Und deswegen nochmal die Frage, wie hat sich das, ja, ich merke schon, da kommen Sie jetzt ein bisschen ins Gehege. Und wenn er sagt, er hat ja hier es gerne gemacht, ich war auf der Gegenseite, ich habe aufgepasst, dass er nicht so viel Sünden begeht, weil ne, wer viel Geld verdienen will, der unterlässt Arbeitsschutz. Trotzdem bleibt die Arbeit im Wismutschacht gefährlich. Und das beginnt schon mit der Einfahrt. Regeln im Zugbetrieb, da haben unter Tage die Leute transportiert. Da gab es einen Verantwortlichen, dass niemand was raushängen hatte. Wer einen Arm raushängen hatte, ist aber passiert, sind auch Köpfe abgeschlagen worden. Neben den unterirdischen Schächten frisst sich in Ronneburg unweit von Wohngebieten auch der riesige Tagebau immer tiefer in den Boden. Mindestens zweimal in der Woche wird gesprengt. Tausende Lkw fahren über zum Teil unbefestigte Straßen. Giftiger, radioaktiv belasteter Staub geht über Grundstücken und Häusern nieder. Nicht nur die Bergarbeiter, auch zehntausende Anwohner müssen mit den Gefahren des Uranabbaus leben. Im Umkreis von Ronneburg ist die Lage besonders kritisch. Gerade hier in Ronneburg gab es also so in der Frühjahrszeit und in der Herbstzeit, war es eine sehr schlimme Zeit, da konnten sie nicht mit einem hellen Anzug über die Straße laufen. War garantiert Dreck. Damit muss man leben. Naja, ganz so ist es nicht. Ich muss das noch mal einhaken. Der Bergbau hier hat ja die Besonderheit, radioaktives Gestein wurde gefördert. Auch der Abraum war noch leicht aktiv. Aber in so einem dicht besiedelten Gebiet wie hier in Ostthüringen, wurde in der ganzen Welt nicht Bergbau betrieben. Also es war schon eine Schweinerei? Es war eine Schweinerei, das ist so. Aber Bergbau ist immer eine Schweinerei. Aber man macht es nicht in so ein Gebiet, wo so viele Leute wohnen. Tiefe Spuren hinterlässt nicht nur die Uranförderung. Das schwerste Erbe hinterlässt bis heute die Uranaufbereitung. Tiger nennen Anwohner diese Fabrik, die Anfang der 1960er von den Sowjets gebaut und in Betrieb genommen wird. In Selingstedt, 12 Kilometer von Ronneburg entfernt, wird das geförderte Uran täglich mit Güterzügen angeliefert.
In der Fabrik wird es zunächst sortiert und zermahlen. Die Oberfläche des verarbeiteten Erzgesteins soll möglichst groß sein, bevor es in die chemische Aufbereitung geht. Anschließend wird mit Hilfe von Schwefelsäure und weiteren Chemikalien hochkonzentriertes Uranoxid herausgelöst. Es entsteht ein gelbes Pulver, das sogenannte Yellow Cake, Ausgangsmaterial für die Herstellung von Brennstäben oder Atomsprengköpfen. Der Preis dafür ist hoch, besonders für die Umwelt. Jedes Kilo Yellow Cake verursacht tonnenweise Rückstände. Giftiger und strahlender Schlamm. Dieser wird in ehemalige Urantagebaulöcher bei Seelingstedt gepumpt. Bis zu 72 Meter tief sind die Absetzbecken, die nach unten nicht abgedichtet sind. Der Giftschlamm verunreinigt das Grundwasser. Und an trockenen Sommertagen wird radioaktiver Staub in die Umwelt geweht. Diese Aufnahmen aus dem Jahr 1987 sind heimlich gedreht. Über Jahrzehnte werden die gewaltigen Umweltbelastungen verschwiegen und verdrängt. Heute weiß man, 30 Tonnen gelöstes Uran pro Jahr fließen damals über Nebenflüsse in die Weiße Elster. Und von dort ist es nicht mehr weit in die Nahrung der Menschen. Mitte der 1980er ändert sich überall das Umweltbewusstsein. Mit hohem Risiko beginnt der Umweltaktivist Michael Beleites 1987 heimlich an den Wismut-Standorten zu filmen. Unter dem Titel Pechblende veröffentlicht er seine brisanten Untersuchungsergebnisse und gibt damals erstmals einen Überblick über das Ausmaß der Umweltschäden, verursacht durch die Wismut. Als dann die Katastrophe von Tschernobyl kam im April 1986, dann war klar, dass radioaktive Niedrigdosisstrahlung gesundheitsgefährdend ist. Und da dachte ich, also wenn das auf so eine Entfernung noch so relevant ist, dann spielt das im Umfeld vom Uranbergbau mit Sicherheit eine Rolle. Seine Untersuchungen sind das Ergebnis geheimer Recherchen, Befragungen von Mitarbeitern, Ärzten und Bergbauexperten. Zum ersten Mal werden dadurch all die Gefahren öffentlich, die jahrzehntelang verheimlicht worden sind. Der alltägliche Wahnsinn des Uranbergbaus inmitten von dicht besiedelten Gebieten. Bei vielen Betroffenen aus den Wismut-Regionen sorgen seine heimlich gedruckten Broschüren für großes Aufsehen. Ich habe ganz viele Reaktionen bekommen, also von Menschen, die sich bedankt haben, dass endlich mal jemand versucht, das aufzudecken und die dann noch hingewiesen haben, also hier muss noch mal hingeguckt werden und mir noch Sachen beschrieben haben, die sie selbst erlebt haben, auch untertäglich erlebt haben als Bergleute. Und also da habe ich einen Riesenstapel Briefe gekriegt, einen Teil davon habe ich jetzt hier noch. Misstrauisch wird Michael Beleites von der Stasi beobachtet. Doch verhindern kann die Staatsmacht seine Aktivitäten nicht mehr. Mit der DDR ist 1991 auch die sowjetisch-deutsche Aktien AG Wismut am Ende.